Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. Ja, wir sind immer noch allein. Und ja, nachdem wir letztes Mal etwas weniger Konstruktives gemacht haben, machen wir dieses Mal etwas mehr Konstruktives. Und zwar werden wir immer wieder ein bisschen questen. Mir wurde ja gesagt, muss aus dem Bild, mir wurde ja gesagt, ich darf ruhig die Nebenquests machen. Dazu fällt mir nämlich gerade auch ein, wir könnten mal eine ganz besondere Nebenquest machen. Eine, die sich sogar gewünscht wurde, mehr oder weniger. Dazu, genau, fahren wir mal mit dem Boot nach nach Limsa. Ich hoffe, 40 Gil. Ihr seht, meine Gil haben sich auch exponentiell gesteigert. Also, ich glaube, wir haben 25.000 oder so gemacht mit den Materia, die wir verkauft haben. Ja. Ungefähr 25.000 sind auch noch ein paar übrig. Also, es sind noch nicht komplett alle verkauft. Ich glaube, 4 Stück oder 5 Stück sind noch da. Ja, hat sich doch gelohnt, muss man sagen. Ne? Auf jeden Fall. So, gut. Die Quest, die ich meine, dürfte anfangen am Achterburg irgendwo, glaube ich. Dort müsste das sein. Das ist eine Stufe 15 Quest, soweit ich mich erinnern kann. Also sollten wir eigentlich gut drin sein. Und zwar, ja, gut, gucken wir uns an. Ich habe die schon mal gemacht. War ganz lustig eigentlich. Gut, wo ist jetzt die? Müsste... Nee, nicht er. Gucken. Könnte die dort vorne sein? Ja, ihr seht, das Osterfest hier ist immer noch groß im Gange, obwohl Ostern eigentlich vorbei ist. Worüber ich auch eigentlich ziemlich glücklich bin. War die das? Nee. Nein, nein. Verdammt, wo war denn die? Moment, nicht. Schuld sind immer die Ratten. Oh, das geht schnell hier. Schön ist nicht schön genug. Genau, die wollen wir machen. Moment, da zoome ich mal nochmal eben ein bisschen raus. So. Schön ist nicht schön genug. Genau. Die wollen wir machen. Ist nämlich ganz lustig. Ich wollte sowieso mal die ganzen Nebenquests machen, für die man das genau für die man achso, ja, ich hätte es vielleicht vorlesen sollen. Gut, dafür lese ich jetzt halt mal hier vor. Die junge Mikotea hat einen erschreckenden Schrei gehört. Mach dich auf dem Weg in Richtung Wasserglas und zieh dich um, ob dort jemand in Not geraten ist. Genau, Wasserglas ist... Gut, da lang. Genau, ich wollte sowieso mal die ganzen Nebenquests machen, für die man so etwas andere Belohnungen bekommt, sag ich mal. Wie... Begleiter, Emotes und Klump und Zeug, genau. So eine... so ein Nebenquest ist es hier übrigens auch. Da bekommt man auch was ganz Nettes für. Weiß ich aber noch nicht, ob wir das gebrauchen werden oder ob wir das benutzen werden. So. Hilfe! Die verängstigte Dame. Mhm. Dieser Mann ist verwirrt und will mich in Stücke schneiden. Er ist der Messerstecher, also hilf mir doch jemand. Dabei war ich hier mit einem berühmten Kosmetiker verabredet, ein wahrer Meister der Munde. Was, der Mundäne soll er sein? 2 Jahre habe ich mein Geld gespart und dann nochmal ein Jahr gewartet, um einen Termin zu bekommen. Aber der Kosmetiker ist immer noch nicht aufgetaucht. Es ist zum Verzweifeln. Stattdessen werde ich von diesem aufdringlichen Kerl bedrängt. Hilf mir! Wollen wir doch mal hören, was der Verrückte zu sagen hat, wenn du ihn beschuldigst, wer und ahnungslose Frauen zu bedrohen. Okay, Moment. Da war hier Emotes. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Beschuldigen, beschuldigen. Hier, beschuldigen. Du böser, böser Mann, du. Ich soll die Mademoiselle erschreckt haben?
Na, no, na, no. Ich bin selbst ein Opfer. Bitte höre mich an. Man hat mir meine Arbeitswerkzeuge gestohlen. Sie waren mein Erz und meine Seele. Ohne sie bin ich nicht eine Niemand. Ich flehe dich an. Bring mir meine Utensilien wieder zurück. Du musst nur mit diesen drei Personen sprechen. Nansa von der Gilde delle Plattner. Beatin von der Gilde delle Zimmerer. Und Severian von der Gilde delle Alchemisten. Sag ihnen nur meinen Namen. Dann wissen sie Bescheid. Ich heiße Jean. Was? Jean Delane. Der Co. Co. Okay, ich hoffe, mein französischer Akzent ist ein wenig durchgekommen. genau, das ist also der Kosmetiker, so wie es aussieht, der seine Arbeitswerkzeuge verloren hat. Gut, das heißt, wir müssen jetzt durch alle drei Stadtstaaten reisen und ihm neue Werkzeuge beschaffen. Hier ist schon mal die Plattner-Gilde. Sprechen wir mal mit ihm. Du bist Jandelines Assistentin? Sag bloß, er hat sie schon wieder verloren und er leidet jetzt wieder einen Nervenzusammenbruch. Okay, das scheint ihm öfters zu passieren. Das Ding scheint ihm aber wirklich im Herzen zu liegen. Ohne sie finden seine Finger einfach keine Ruhe. Und das darf ja nicht irgendeine sein. Das muss ja ausgerechnet diese sein. Eine Spezialanfertigung aus dem Hause Naldik und Vimeli. Na, dann bringen sie ihm lieber sofort. Sonst macht er noch alle und jeden verrückt. Er vergisst noch zu atmen, wenn er sie nicht in seiner Hand hält. Und immerzu damit herumschnippeln kann. Okay. Da haben wir was bekommen für ihn. Ich bin am Überlegen. Ich würde gerne die kompletten Reisen mit dem Luftschiff zurücklegen, weil es einfach kostengünstiger ist, ja. Deswegen können wir auch ein bisschen spazieren gehen, aber ist doch auch lustig. Können wir uns die Stadtstaaten noch mal ein bisschen angucken. Moment, hier muss ein Aufzug sein. Ja. Luftschifflandeplatz. Genau. Bitte. Gut, das heißt auch wieder Unmengen Ladescreens. Das ist natürlich auch nicht so der Wahnsinn jetzt. Luftschiffschalter. Fangen wir mal mit Ulda an. Ja. Ich glaube, die Luftschiff-Animation, die können wir uns sparen. Dann geht das Ganze doch ein bisschen schneller. Kaffee ist auch schon wieder leer. Es sind Zustände heute hier, das ist der Wahnsinn. Okay, in Ulda müssen wir zur Alchemistengilde. Gehen wir zur Ebene Redner. Da sind wir dann eh gleich da. Da muss man, glaube ich, nicht mal mehr einen Ätheriten benutzen. Von daher, super. So, die Ebene der Redner. Ja gut, wir könnten ihn benutzen. Ich glaube, das sparen wir uns noch mal ein paar Sekunden. Zur Alchemistengilde. Hier sind wir. Es ist zwar gleich um die Ecke, aber hey, wofür sind denn die da, die Ätheriten? Gut, Alchemisten. Hier da. Hier, genau, hier. Wie jetzt? Blubber, blubber. Warum sagt er das? Egal. Verdammt. Wo müssen wir denn? Hier ist er doch. Da ist er, der Severian. Jandelen schickt einen Assistenten. Aber ich habe doch gerade erst eine Lieferung abgeschickt. Er benutzt es einfach zu verschwenderisch. Das habe ich schon immer gesagt. Aber das sieht ihm ähnlich. Es liegt an seinem leidenschaftlichen Temperament. Was? Er hat es nicht aufgebraucht? Es wurde ihm gestohlen? Na, was kümmert mich? Ist Lieferung. Er ist ein komischer Kauz, aber ich mag ihn. Er widmet sich seiner Kunst mit aller Kraft und nimmt sein Handwerk äußerst ernst. Er würde auch einen guten Gildenmeister abgeben. Ich mach doch mal die Lieferung fertig. Bringen Sie ihn bitte unverzüglich. Ich habe auch ein paar Pröbchen mit reingelegt.
Ah, vielen Dank. Da würde sich aber freuen. Gut. Dann. So. Und wieder zum Aufzug und dann ab nach Gridania. Da müssen wir nämlich auch nochmal. Auch nochmal schnell was abholen. Da kann ich dann, glaube ich, auch gleich die nächste Nebenquest annehmen, die ich gerne noch machen würde. Sollte schon gehen, ja. Ich glaube, solche Quests gibt es auch überall in jeder Stadt. Muss ich mal gucken. So, ab nach Gridania bitte. Genau, das sparen wir uns wieder. Dann muss ich mir glatt mal gucken, mit was wir weitermachen wollen. Ich glaube, da machen wir tatsächlich weiter am Bierhafen. Da wollte ich ja eigentlich weitermachen. Aber irgendwie kam mir dann diese Quest noch in den Sinn. Da habe ich mir gedacht, oh, machen wir das halt noch schnell. So. So, hier müssen wir in die Gilde der Zimmerer. Die ist zum Glück auch nicht weit. Habe ich hier eigentlich schon alle Ätheriden? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja, oder? Müssten wir eigentlich schon geholt haben. Da. Bertin. Bieten. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Hat Jeanne-Lene ihn schon wieder kaputt gemacht? Ich ersetze das Ding nicht zum ersten Mal, weil ich nicht. Oh, das war mein Handy. Er ist ein Teil von mir, klagte er immer zu. Aber geht er ordentlich damit um? Nein, er ist einfach zu nonchalant. Ach, er wurde eben gestohlen, der Ärmste. In dem Fall werde ich sofort Ersatz leisten. Und sieh zu, dass du dich beeilst, ihn zurückzubringen. Jeanne-Lene ist ja so empfindlich, wenn es um seine Werkzeuge geht. So. Wunderbar, vielen Dank. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir nicht. Großer Bruder. Zimmer im Amphitheater. Nee, warte mal. Steif wie ein Brett, genau. Den wollen wir machen. Ja, gut. Jetzt. Also keine Angst, die Quest ist jugendfrei. Nur mal so am Rande. Das ist. Das wäre auch ziemlich strange, wenn es nicht so wäre. Okay, das war der das. Steif wie ein Brett, genau. Weißt du was? Auf mich wirken die Leute in Gridania immer sehr ernst. Geradezu langweilig. Manche sind steif wie ein Brett, findest du nicht auch? Umso mehr hat es mich überrascht, als ich heute gesehen habe, wie eine Frau eine Gruppe Kinder einen fröhlichen Tanz beigebracht hat. So ein lustiges Treiben sieht man hier selten. Die Kinder machen allerdings keinen so glücklichen Eindruck. Der Tanz selbst sah aber recht interessant aus. Ich frage mich, ob man ihn lernen könnte. Wenn es dich auch interessiert, dann schau dir den fröhlichen Tanz doch mal an. Am Spielplatz Eichelmatz habe ich die Frau gesehen. Das schiebe ich jetzt nochmal schnell dazwischen. Die hätten wir eigentlich vorhin schon annehmen können. Dann würden wir uns den Weg jetzt nochmal sparen. Aber egal. Wir haben ja Zeit, ne? Bam, 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 bam. So, der Spielplatz ist da hinten, glaube ich, irgendwo. Genau. Jedit. Nenne ich sie mal. Du bist hier, um dir einen Tanz anzusehen? Einen fröhlichen Tanz? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was für ein Tanz das sein soll. Ach, du meinst vielleicht den Erntetanz, den ich versucht habe, den Kindern beizubringen? Das ist kein fröhlicher Tanz. Eine ernste Angelegenheit ist das. Mit diesem Erntetanz danken wir den Gebietern für die Früchte des Waldes und der Felder, die sie uns bescheren. Es ist schwer, die Kinder für eine so fromme Sache zu begeistern. Sie haben keine Vorstellung davon, wie es ist, wenn man Not leidet und nicht weiß, was man am Abend essen soll. Würdest du mir einen Gefallen tun und mit Bietern sprechen? Er versteht sich gut mit Kindern und weiß vielleicht Rat. Bestimmt findest du ihn in der Gilde der Zimmerer.
Okay. Bei dem waren wir gerade schon. Den Weg hätten wir uns wirklich sparen können. Egal. Aber das will ich jetzt wirklich noch dazwischen schieben. Das macht nämlich die ganze Sache. Dann müssen wir nicht mehr so viel hin und her reisen. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. So, hallo Abenteurer. Was führt dich in mein Gildenhaus? Kann ich etwas für dich hämmern oder hobeln? Ich verstehe. Klingt so, als würde Jedid die Sache etwas zu gewissenhaft angehen. Ein Tanz soll doch Spaß machen, auch wenn er eigentlich eine ernstzunehmende Bedeutung hat. Wenn ich den Kindern etwas beibringen möchte und sie sich nicht auf die Sache konzentrieren können, locke ich sie mit einer Belohnung. Das wirkt Wunder. Ich habe ein paar Holzspielzeuge gefertigt. Die wollte ich den Kindern ohnehin schenken. Wenn du ihnen eins davon gibst, wird sich die Laune heben. Bitte, hier bitte sehr. Vielen Dank. Gut, jetzt muss ich bloß noch die Kinder finden. Das sind alle in Altgridania, so wie es aussieht. Daher gehen wir doch gleich mal da lang. Und dann können wir da hoch, genau. So machen wir das. Boah, ich wünschte echt, in den Städten könnte man mit Memchocobo reiten. Das würde vieles, vieles wesentlich einfacher machen. Aber geht leider nicht. Ich sehe gerade, dass unsere Zeit ziemlich eng wird. Ja gut, aber eigentlich sollte das schon noch machbar sein. Ja, fideler Knabe. Wetten, du traust dich nicht zwischen diesen Juckdornbüschen auf einem Bein zu balancieren? Versuch's doch mal, du Angsthase. Oh, nö. Gib mir einfach mal ein Spiel. Oh, ein Holzspielzeug vom Meister Beaton. Die sind immer klasse. Danke. Wie bitte? Du willst mit mir wetten, dass ich Edith's Erntetanz nie lerne? Wetten doch? Wir werden ja sehen. So einfach geht das. Gut, wenn ich selber mal Kinder habe, dann weiß ich Bescheid, wie ich den anständige Manieren oder so beibringen kann. So, da ein heiteres Mädchen. Willst du mal was ganz Fieses sehen? Dann schau dir mal dieses Nest voller Wasserflöhe an. Oh, nö, lass mal. Ne? Ich darf das Spielzeug behalten, wenn ich die Distanz lerne. Super, nichts hierhin. Das ist echt einfach, ne? Noch mit Kettos. Oh, nee, lieber nicht darunter. Komm bloß nie wieder hoch. So, da ist ein munterer Bursche. So, oh, ich habe keine Lust zu tanzen. Frau Jedite ist immer so schrecklich ernst, wenn sie uns etwas beibringt. Boah, ich habe da was hilft. Wenn ich mir Mühe gebe und den Tanz lerne, darf ich das Holzspielzeug behalten? Du willst mich also bestechen? Einverstanden. Okay, der perfekte Politiker. Gut. Dann wieder zurück zum Spielplatz. So. Hallo Madame, ich habe deine Kinder versammelt. Hab tausend Dank, du hast das hast du fabelhaft gemacht. Alle Kinder sind zurückgekommen, um den Erntetanz zu lernen. Und sie geben sich so viel Mühe dabei. Ist klar. Dieser Erntetanz ist ein Tanz der Fruchtbarkeit und wird in Gridania seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben. Die Göttin Nafika segnet uns mit reichen Gaben, damit Gridania blüht und gedeiht. Dafür danken wir ihr mit diesem Tanz. Eigentlich bringen wir Außenstehenden diesen frommen Tanz nicht bei, aber weil du mir so nett geholfen hast, möchte ich mal eine Ausnahme machen. Mach es mir einfach nach. Ach, schön, schön. Okay, das könnte sogar ich lernen. Sieht ein bisschen albern aus, aber ist eine ernste Sache. Eine ernste Sache. Fruchtbarkeitstanz und so. Hey, wir haben es gelernt. Sehr schön. Ja, fabelhaft, das hast du ja schnell gelernt. Du hast eine richtige Begabung zum Tanzen.
Alles klar. Ihr scheint ja mächtig Spaß zu haben hier draußen. Bitte. Den haben wir gerade schon gesehen. Ja? Edith und ihre Bande ungezogener Zappelkinder. Was führt ihr hier noch? Was führt ihr hier für ein Theater auf? Ihr tanzt so steif wie eine Wagenlage um Kastanienholzbretter. Mit Brettern kenne ich mich übrigens aus. Ich zersäge, die zersäge ich doch den ganzen Tag. Wollt ihr vielleicht Bekanntschaft mit meiner Meistersäge machen? Meister Beaton, was ist denn in euch gefahren? Okay. Aber Meister Beaton, mit einer so ernsthaften Dame wie Frau Edith darf man doch nicht so grobe Späße machen. Sie versteht das nicht. Und das Gefuchtel mit der Säge, das ist doch zu fürchten. Da habe ich es wohl ein bisschen übertrieben. Ich wollte doch nur mal sehen, wie weit ihr mit dem Tanz seid. Wir haben alles so gemacht, wie Frau Edith das gesagt hat. Und am Ende hat das Tanzen sogar richtig Spaß gemacht. Ein lustiger Tanz ist das. Kommt, wir bringen ihnen das bei. Ja, gerne doch. Jetzt darf er auch. Okay, wunderbar. Du hast das Emote Tanz der Fruchtbarkeit gelernt. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich doch. Gut, dann gehen wir jetzt noch die andere Quest fertig machen. Nee, Rückführung macht auch wenig Sinn. Genau, ich gebe jetzt noch die andere Quest da ab und dann würde ich glatt mal. Kann ich da runter? Nee, jetzt zu. Okay, dann würde ich. Ach, das geht, das muss gehen. Der hat es auch geschafft, verdammt. Und dann würde ich gleich die Folge beenden. Genau. Bitte nach Limsa. Ja, das überspringen wir wieder. Mir ist schon wieder ein bisschen überzogen. Wollt ihr eigentlich nicht so lang machen. Also, was heißt 20 Minuten? Final Fantasy 20 Minuten, jo. Zumindest die Solo-Folgen. Da kann ich's, da habe ich noch ein bisschen Einfluss drauf. So in den Together-Folgen ist es immer ein bisschen schwierig. Genau. In den Together-Folgen ist es immer ein bisschen schwierig mit der Zeitanteilung. Wir nehmen immer auf, mal 2 Stunden oder so und dann teilen wir das Ganze. Ist natürlich in den einfachen Folgen ein bisschen einfacher. Oder in den Solo-Folgen ein bisschen einfacher, da einen gewissen Rhythmus reinzubringen. So, da ist er, der verwirrte Mann. Ach ja. Hast du meine Arbeitswerkzeuge zurückgebracht? Das sind doch mein Erz und meine Seele. Ohne sie bin ich nicht eine Niemand. Okay, hier sind deine Werkzeuge. Ah, oui. Ich fühle mich so lebendig. Ich bin wieder komplett im Moment. Ja, was? Komplett im Moment. Mach dich auf etwas gefasst, mon amour. Ich werde dir einen Schnitt verpassen, der deinem tristen Leben ein Ende bereiten wird. Es ist Zeit, Adieu zu sagen. Oh Gott, die Arme. Es ist der Messerstecher, Hilfe. Voila, fertig. Schau in den Spiegel, aber mach dich auf eine Erfahrung, was Metaphysik gefasst. Ich fühle mich wie neugeboren. Es ist, als ob ich zum ersten Mal mein wahres Ich entdecke. Du bist eine wahre Koryphäe, eine Koryphäe der Kosmetik. Ja, du bist der berühmte Kosmetiker, da gibt es keinen Zweifel. Exactement. Genau so ist es. Ein neues Ich ist wie eine Wiedergeburt. Weg ist das alte fade Leben. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mon amour. Sie freut sich.
Oh Gott, was ist jetzt los? Merci, dass du mir geholfen hast, Abenteurer. Du hast mir nicht nur meine Werkzeuge, sondern mein Erz und meine Seele zurückgegeben. Hier, nimm dieses Geschenk als Dank. Mach dich auf etwas gefasst, Monomur. Ich werde dir einen Schnitt verpassen, der dann... Was? Kam noch gerade schon. Hä? Ist aber nicht viel passiert jetzt. Oh, da liegt was. Aber mache dich auf eine Erfahrung Metaphysik gefasst. Jawohl, ich bin immer sehr beschäftigt. Egal. Es ist beinahe unmöglich, einen Termin zu machen, aber für dich habe ich immer Zeit. Leute einfach die Kosmetikerklingel und in einer Herberge und ich komme sofort. Meine Scheren und ich werden aus deiner ungehobelten Form dein wahres Ich herausschälen. Ja, super, ne? Danke. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dann werde ich dir zu einer metaphysischen Verwandlung in einer echten Wiedergeburt verhelfen. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Manamur. Und ich habe auch ein Geburtstagsgeschenk für dich. Hier, einen Kosmetikgutschein. Halt, Monsieur Kosmetiker. Wohin so schnell? Ich möchte wieder einen Termin machen. So, warte doch. Die hat doch gerade... Wieso will die schon wieder einen Termin? Naja. So, wunderbar. Da haben wir es. Wir können unser Aussehen jetzt verändern. Und der Kosmetiker ist nun verfügbar. Das ist super. So, gut. Dann würde ich fast sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann tut mir doch den Gefallen. Dann lasst einen Daumen da. Über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.